Ja, guten Morgen zusammen. Ich werde etwas sagen über das Lernen Erwachsener, da ich mal davon ausgehe, dass die meisten von Ihnen auch Erwachsene sind, könnte ich mir vorstellen, dass Sie die Expertinnen sind. Wichtig scheint mir auch zu sein, dass wir jetzt nicht nur an unsere Kunden denken, wie die lernen, sondern erstmal an uns selber denken, wie wir lernen. Und wenn wir das dann umsetzen, können wir uns das Lernen anderer sehr viel konkreter auch vorstellen. Zu dem, was eben schon angesprochen worden ist, es gibt diese berüchtigte internationale PIAAC-Studie, also in Klammern PISA für Erwachsene, und Deutschland rangiert genauso schlecht wie Österreich. Also wir sind, glaube ich, auf Platz 14 von insgesamt 24 Ländern. Und wir haben ein große auch negative Ergebnisse, was Lesen und Schreiben, also Literacy betrifft. Das wäre auch nochmal ein eigenes Thema. Der neue Analphabetismus bei Erwachsenen, obwohl auch bei denen, die zur Schule gegangen sind. Ich muss auf die Uhr gucken, ich soll nämlich nicht allzu lange reden. Das andere ist, was Frau Wallmann gesagt hat, das Wesentliche, ein wesentliches Kriterium für die Qualität ist das Lachen. Und das ist, finde ich, relativ treffend und auch in der Literatur zur Erwachsenenbildung relativ selten behandelt. Also von daher wäre es ein Maßstab, wie die Heiterkeit ist, nicht nur bei dieser Tagung hier, sondern überhaupt in unseren Aktivitäten. Ich werde versuchen, in relativ kurzer Zeit zumindest einige Stichpunkte Ihnen anzubieten, also einmal zur Lernfähigkeit im Erwachsenenalter, in Klammern fast alle Untersuchungen, die auch schon genannt worden sind, behandeln Erwachsene bis im Alter von 64 Jahren. Ich selber bin leider schon etwas älter. Ich würde also nicht mehr zu den Erwachsenen gehören. Das ist auch nochmal ein besonderes Thema der Bildungsstatistiken, die wir haben. Wer da als Erwachsen, wer als Alter und so weiter behandelt wird. Das zweite, Lernstile. Dann ein paar Hinweise zu Gehirnforschungen, dann zum Konstruktivismus und zur Praxis. Ich denke, einiges können wir dann in den Arbeitsgruppen auch noch mal etwas ausführlicher besprechen. Die Frage, seit wann haben wir wissenschaftliche Untersuchungen zum Lernen Erwachsener? Die Untersuchung, die ich kenne, stammt von Cicero. Cicero war ein römischer Politiker, Jurist, Schriftsteller, der im Jahr 103 bis 43 vor Christi, und Cicero hat ein Essay geschrieben über Cato Major de Senectute, also der ältere Cato, über die Altersweisheit. Und dabei geht Cicero auf die Frage ein nach der Lernfähigkeit älterer Menschen. Und die These, auf die er eingeht oder die er zu widerlegen versucht, lautet: Das Gedächtnis lässt dem Alter nach. Und daraufhin antwortet Cicero dann: Das dürfte stimmen, wenn man es nicht übt, das Gedächtnis. Oder auch, wenn man von Natur aus ein Schwachkopf ist. Offenbar gab es das auch schon bei den Römern. Alte Leute, wieder ein Zitat, wissen alles, warum sie sich Sorgen machen. Das heißt, wenn wir Sorgen haben, lernen wir intensiver. Nur eifriges Interesse braucht weiter zu wirken, dann bleiben die Geisteskräfte im Alter erhalten. Er äußert sich sehr ausführlich über Geisteskräfte. Körperlichkeit ist das eine, Geistesfähigkeit das andere. Eifriges Interesse, im Grunde genommen, ist es die Motivation, die wesentlich ist für Lernfähigkeit. Ihr seht, wie man im Alter nicht nur nicht schlaff und untätig ist,
sondern sogar sehr geschäftig, immer tätig und unternehmend, und zwar entsprechend dem Eifer, den man in früheren Jahren schon gezeigt hat. Auch hier ein wichtiger Punkt, der Eifer, den man im Lauf des Lebens, also gewissermaßen in der Lernbiografie erworben hat, wirkt sich aus auf die Lernfähigkeit dann im Alter. Körperlich wird man durch laufende Überanstrengung schwerfällig, der Geist aber wird nur dadurch frisch erhalten, dass man ihn betätigt. Das heißt, die Aktivität ist wesentlich für die Lernfähigkeit. Bei der Körperlichkeit könnte man sagen, im Alter werden gelegentlich die Muskeln dann überfordert. Die Geisteskräfte werden nicht überfordert, wenn man zu aktiv ist. Und er hat da sogar ganz konkrete, brauchbare Vorschläge. Ich überdenke, um mein Gedächtnis zu üben, jeden Abend alles, was ich tagsüber gesprochen, gehört und getan habe. Also jeden Abend, vor oder nach den Fernsehnachrichten, konzentriert oder überlegt er nochmal, was habe ich heute eigentlich gelernt. Eine Empfehlung, die ich unseren Studenten auch gebe oder mir selber gegeben habe, dass man sich selber dann überlegt, was war eigentlich heute neu, wichtig, interessant. Ja, das ist sicherlich 2000 Jahre alt, was Cicero hier erkennt, aber es ist schon auch, sind grundlegende Einsichten. Das Lernen, die Lernfähigkeit hat einmal mit der Lernbiografie zu tun, zum Zweiten die Lerninhalte, die gelernt werden, werden dann gelernt, wenn sie sinnvoll und nützlich erscheinen. Darauf werde ich später nochmal eingehen. Dann kommt es darauf an, dass das Lernen ständig geübt wird. Das ist keineswegs mehr selbstverständlich, dass zum Beispiel gelesen wird. Die Schriftkultur lässt offenbar nach im Vergleich zur Bildkultur. Und dass es anregende Gespräche gibt mit Bekannten, Freunden, Familie und so weiter. Also Lernen hat immer auch mit Kommunikation zu tun. In der Zeit des Römischen Reiches gibt es eine Redewendung, Lernen hat zu tun mit Prodesse et Delectare. Prodesse heißt wie prosit, nützlich sein. Und Delectare heißt erfreuen, heiter sein. Und ich bin inzwischen, man muss im Lauf des Lebens auch Komplexität reduzieren. Und ich bin inzwischen für mich zu dem Ergebnis gekommen, das sind die beiden wichtigsten Faktoren, die Nützlichkeit des Lernens einerseits und die Heiterkeit, die Freude, die gemacht wird, andererseits. Das Dritte wäre auch noch die Kommunikation, die durch Lernen geschieht. Nun, die Frage, was haben wir dann an weiteren empirischen, lernpsychologischen Untersuchungen? Und zunächst habe ich den Begriff Bildung nochmal genannt. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Der Beginn der Bildungsdiskussion ist für mich besonders wichtig von Wilhelm von Humboldt. 1793 hat er einen Aufsatz geschrieben über die Theorie der Bildung des Menschen. Und dieser Bildungsbegriff ist weiterhin aktuell, aber über den müssen wir diskutieren. Ob wir nicht nur über Qualifizierung, über Lernen, über Kompetenzen reden, sondern auch über Bildung. Das ist im Moment eine strittige Frage. Dann hat es vor ungefähr 100 Jahren, also 1920, eine erste empirische Untersuchung gegeben in den USA von Thorndike. Ich habe das da mal angeschrieben. Thorndike hat Erwachsene im Vergleich mit Jüngeren untersucht, was die Lernfähigkeit betrifft. Und zwar hat er damals Esperanto getestet. Esperanto ist inzwischen nicht mehr sonderlich aktuell gewesen und andere Fähigkeiten. Und er ist zudem, der Auftrag, das ist nicht uninteressant, der Auftrag für Thorndike stammt von amerikanischen Unternehmen,
die Frage hatten, wie sollen wir mit 50-jährigen Arbeitnehmern umgehen? Lohnt es noch, die weiter zu qualifizieren oder sollen wir jüngere Leute einstellen? Das Ergebnis von Thorndike wird gelegentlich als Adoleszenz-Maximum-Kurve bezeichnet. Was ist das? Bitte? Gut, das haben die Testpersonen von Thorndike wahrscheinlich auch darauf reagieren müssen. Also die klassische Adoleszenz-Maximum-Kurve war, bis zum dritten Lebensjahrzehnt an steigt die Lernfähigkeit und nimmt dann kontinuierlich ab. Diese These ist bis in die jüngste Vergangenheit vermittelt worden, bekannt gemacht worden, hat sich durchgesetzt. Und Adoleszenz ist die Jugend und Maximum ist also der Höhepunkt. Und Sie sehen hier die Kurve. Diese Kurve stimmt so nicht, aber natürlich gibt es einige Fähigkeiten, die auch schon vom 30. Lebensjahr an nachlassen, was Gedächtnis betrifft, was psychomotorische Fertigkeiten betrifft und so weiter. Oder auch was das Lerntempo betrifft oder das Tempo bei Testaufgaben. Trotzdem, diese Untersuchung ist interessant, ist aber sehr vereinfacht im Grunde genommen zur Kenntnis genommen worden. Wir haben dann in der DDR ganz interessante lernpsychologische Untersuchungen gehabt, weil die DDR natürlich, die SED, besonders interessiert war an politischer Weiterbildung, an propagandistischer politischer Bildung einerseits und an beruflicher Qualifizierung andererseits. Deshalb hat in den 60er Jahren ist in der DDR mehr Weiterbildungsforschung durchgeführt worden als in der Bundesrepublik. Unter anderem gab es eine Untersuchung von Löwe, ein Lernpsychologe aus Leipzig, der festgestellt hat, dass die Motivation ein wichtiger Faktor ist, dann die Lernaktivität und drittens der gesellschaftliche Kontext. Und bei der Motivation hat er unterschieden zwischen Habitualmotivation, das ist also eine Habitus gibt es bei Bourdieu auch, also eine grundsätzliche positive Einstellung zum Lernen. Und er kommt zu dem, und das andere ist die Aktualmotivation, das sind also konkrete einzelne Anlässe beruflicher Art oder sonstiger Art. Und seine These ist, und das ist sicherlich weitgehend auch nachvollziehbar, ohne eine Habitualmotivation, das heißt das Grundlegende, die grundlegende Neugier, funktionieren solche aktualen Motive, also eine zeitlich also situierte Lernen, relativ gering. Und das andere war der Aktivitätsbegriff, das was also Aktivität des Lernens ist etwas anderes als nur zuhören, aber darauf komme ich dann auch zu sprechen. In den 70er, 80er Jahren hatten wir im Zusammenhang mit der Motivationsfrage die klassische Unterscheidung zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Und die These damals war, die intrinsische Motivation fördert wesentlich die Lernfähigkeit. Die extrinsische Motivation, das heißt Anforderungen von außen, vom Arbeitgeber und so weiter, haben eher eine passive Wirkung. Das hat sich heute doch relativiert, das heißt jetzt intrinsisch und extrinsisch so als Gegensätze bringt uns nicht weiter, sondern eher die Kombination. Natürlich muss man Interesse haben an den Themen, aber es muss auch eine positive Wirkung, einen Effekt, eine Nützlichkeit haben. Ja, soweit ja, vielleicht noch mal zu ein paar empirischen Untersuchungen. Wir haben selber in Hannover dann auch einige solcher Untersuchungen durchgeführt. Unter anderem haben wir festgestellt, dass in Seminaren
je mehr Wissen dort vom Seminarleiter vermittelt worden ist, da sind wir davon ausgegangen, je mehr Wissen vermittelt wird, desto größer ist der Lernerfolg, das Ergebnis eher umgekehrt war. Und das war das eine. Das andere waren überraschende Ergebnisse, dass die Kursleiter, die Kursleiterinnen andere Wahrnehmungen haben als die Teilnehmerinnen. Wir haben zum Beispiel die Kursleiter befragt, wie groß oder wie viel der Seminarteilnehmer haben sich an Diskussionen beteiligt. Das haben sie deutlich überschätzt. Und dann haben wir sie gefragt, was vermuten Sie, wie groß Ihr eigener Anteil war, Ihr eigener Redeanteil? Das haben sie unterschätzt. Das heißt also, hier wurde zumindest deutlich, die Wahrnehmungen sind sehr unterschiedlich. Und das hat sich später dann nochmal bei mir auch auf den Konstruktivismus dann ausgewirkt. Die andere Frage war, ist wirklich das Alter wesentlich? Und ist nicht das Alter, also das biologische Alter, übertrieben, wenn es um Lernfähigkeit geht? Und damals, so in den 70er, 80er Jahren, gab es dann die Tendenz, dass man sagt, etwa 30% der Veränderung von Lernfähigkeit ist altersabhängig, aber größer sind andere Faktoren, die mit dem Umfeld, mit den beruflichen Anforderungen und so weiter zu tun haben. Und da gab es dann in den USA die Untersuchung von Lernstilen, Lerntypen, Lernstile, heißt also, bei Erwachsenen sind die Lernstile, die Unterschiede der Lernstile größer als bei Heranwachsenden. Und David Kolb, ein Amerikaner, hat College-Studierende untersucht und hat vier Lernstile festgestellt, die, wie ich finde, auch für uns interessant sind. Ich habe auch noch mal die Materialien da, wie diese Lernstile getestet worden sind. Also der eine Lernstil betrifft konkrete Erfahrungen. Das heißt, gerade bei Erwachsenen dominiert natürlich das Erfahrungslernen. Und Erwachsene haben so etwas wie ein episodisches Gedächtnis. Also episodisches Gedächtnis heißt, wir erinnern uns an bestimmte Situationen. Und diese Erfahrungsorientierung ist natürlich in vielen Veranstaltungen, auch in vielen Beratungsgesprächen ein wichtiger Trend, ein wichtiger Stil, dass die nächste Fähigkeit oder Lernkompetenz ist abstrakte Begriffsbildung. Natürlich bei den meisten, die studieren oder studiert haben, ist diese Fähigkeit der Begriffsbildung, der Strukturierung, der Ordnung durch Begrifflichkeiten wesentlich. Dann reflektierte Beobachtung. Beobachten ist ein Begriff, der inzwischen positiv bewertet worden ist. Das heißt, zur Beobachtung gehört auch die Fähigkeit zuzuhören, die Fähigkeit dann zur Kommunikation und so weiter. Und reflektiert heißt dann auch einzuordnen, wo bestimmte Einstellungen, Weltanschauungen und so weiter zustande kommen. Und das Letzte ist aktives Experimentieren. Das hängt natürlich sehr stark ab, auch von der Berufstätigkeit. Also diese vier, es gibt noch andere Lernstile, aber diese vier Lernstile sind schon wesentlich und lassen sich relativ gut auch unterscheiden. Natürlich ist klar, dass es auch eine Kombination dieser Lernstile gibt und es ist sicherlich wichtig zu wissen, welches ist der Lernstil, der bei den Adressaten oder Teilnehmern dann im Vordergrund steht. Das wäre also eine Frage der Beobachtung, eine Karikatur, die Sie vielleicht kennen. Also die Beobachtung bei Heranwachsenden, bei Kindern, bezieht sich häufig mehr auf die Wirklichkeit, auf die Natur, auf das Leben,
und nicht so sehr auf das Lehrbuch, auf das Schulbuch und so weiter. Trotzdem können wir darauf nicht unbedingt verzichten. Ja, der nächste Punkt ist also die Frage der Gehirnforschung. Wir haben bis vor 20 Jahren ungefähr, hat sich die Gehirnforschung konzentrieren müssen auf Gehirne, die durch Unfälle oder Krankheiten oder so gestört waren. Seitdem wir aber eine doch relativ neue Computertechnologie haben, also die funktionalen Magnetresonanztomographien und andere Computer, können wir nicht wir, sondern die Experten können feststellen, was im Gehirn eigentlich passiert, an Erinnerung, an Gedächtnis, an Wahrnehmung, an Vergessen und so weiter. Und das ist dies hier jetzt nur ein einfaches Beispiel. Man kann die Durchblutung untersuchen im Gehirn, man kann auch die Neurotransmitter untersuchen, also die biochemischen Prozesse. Man kann so etwas wie elektromagnetische Erregungen untersuchen. Also das sind verschiedene Vorgehensformen, um die Prozesse im Gehirn zu untersuchen. Und die Gehirnforscher selber sagen, es gibt keine einzige Lernaktivität, die nicht auch im Gehirn verankert ist. Und das ist ein schlichtes Beispiel. Also das linke Bild zeigt lautes Lesen. Das, was ich zurzeit jetzt mache, welche Areale im Gehirn sind beim lauten Lesen aktiviert, die besonders dunkel gezeichnet sind, sind besonders intensiv durchblutet. Und rechts ein schweigendes Lesen, da sieht man, dass andere Stellen, andere Areale im Gehirn aktiviert und durchblutet sind. Das heißt, schon beim einfachen Lesen gibt es unterschiedliche Areale im Gehirn und nun kann man natürlich erst recht vergleichen, wenn wir jetzt hier untersucht würden, an was erinnern wir uns, welche Beispiele haben wir, welche Einwände haben wir, das alles lässt sich im Grunde genommen durch die modernen Computertechnologien feststellen und da gibt es dann gewisse Trends. Es gibt einen Neurowissenschaftler, Springer aus Frankfurt, der mal, also der einen Vortrag gehalten hat und er ist davon ausgegangen, 95% der Aktivität bei den Hörern, bei den Zuhörern sind innerer Monolog. Sie können das für sich selber auch mal kontrollieren, das heißt, die direkte Vermittlung des Wissens von A nach B, also vom Sender zum Empfänger, kann durchaus Aktivitäten, Anregungen, Erinnerungen, Erfahrungen, das, was man schon mal gelernt hat und so weiter, aber 95% sind innerer Monolog, das heißt, das Gehirn ist sehr eigendynamisch, abgesehen davon, dass sie an das Mittagessen denken oder an das Wochenende, aber selbst themenbezogen, je erwachsener wir werden oder je älter, desto größer ist die Eigendynamik und desto mehr wird durch einen Vortrag, also der ist jetzt nicht völlig überflüssig, sonst könnte ich mich auch da vorne hinsetzen, aber es werden Anregungen, es werden Erinnerungen aktiviert, die in Vergessenheit geraten werden und so weiter. Also das ist jetzt nur eine doch relativ schlichte These und diese 95% muss man relativieren. Es können auch 89,7% sein oder so etwas. Das heißt also auf jeden Fall, die Frage für uns war auch, wie für Erwachsenenbildung ist, wie groß ist die Neuroplastizität. Das ist also jetzt der neurobiologische Begriff für Lernfähigkeit. Und diese Neuroplastizität ist bei Erwachsenen doch größer, als das bisher angenommen worden ist. Denn bisher angenommen wurde, dass die Zahl der Nervenzellen deutlich abnimmt. Das tut es auch. Aber gleichzeitig gibt es doch auch im Erwachsenenalter einige neue Zellen und die Neuroplastizität der Erwachsenen besteht in der Kombination von neuen Informationen mit vorhandenen Erfahrungen.
Und das ist natürlich bei Erwachsenen sehr viel stärker ausgeprägt als etwa bei Heranwachsenden. Das heißt, das ist ein vereinfachtes Bild, aber das ist sehr eindrucksvoll, finde ich. Sie sehen hier links, Kinder, die geboren werden, verfügen über eine unglaubliche Fülle an Neuronen, an Nervenzellen. Mehr als die Jugendlichen und erst recht mehr als wir. Das heißt, schon im frühen Kindesalter nehmen die Nervenzellen ab oder sie stabilisieren, wenn sie nicht aktiviert werden. Wenn sie aber aktiviert werden, dann verfestigen sich, dann stabilisieren sich einige neuronale Netzwerke. Also angenommen ein Kind, was jetzt geboren wird, sogar schon in der Schwangerschaft und wo die Mutter sehr viel Musik hört, da werden die Nervenzellen schon aktiviert, die mit Musikverständnis zu tun haben. Was aber bei anderen nicht der Fall ist, da werden diese Nervenzellen auch eher verschwinden und es entstehen im zunehmenden Alter und beim Erwachsenen erst recht neuronale Netzwerke. Das sind bestimmte Strukturen, kognitive Strukturen oder auch emotionale Strukturen, auch themengebunden. Wir haben auch den Begriff der Deutungsmuster. Neuronale Netzwerke sind unsere ästhetische Fähigkeit oder bei anderen die technische Fähigkeit, bei Dritten die sozial-kommunikative Fähigkeit. Das heißt also, im Alter nimmt die Zahl der Neuronen und Synapsen ab und es wird uns immer schwieriger, etwas völlig Neues anzueignen und dann auch zu vertiefen. Das merke ich, wenn ich jetzt mich mit Mathematik wieder beschäftige, dann schaffe ich das im Grunde genommen nicht mehr, sondern das ist nicht meine Struktur. Das lässt sich natürlich, also wenn man das jetzt interpretiert, ist es einigermaßen schlicht. Erwachsene sind lernfähig in den Bereichen, in denen sie Erfahrungen gesammelt haben, aktiv sind und so weiter. Und dann gibt es einen Begriff, den Sie hier aus dem Skigebiet kennen, den Begriff der Driftzone. Das ist also eine Metapher, die von den Neurowissenschaftlichen verwendet wird. Wir verfügen über Driftzonen, sagen wir mal Driftzone-Technik, wo wir differenziert lernen können, ergänzen können, differenzieren können. Aber die Driftzone ist ein relativ geschlossenes Gebiet, das wir weiterentwickeln können. Das wäre also bei den Beratungen natürlich auch eine wichtige Frage, welche sind die Driftzonen? Und jemand, der sein ganzes Leben lang technisch aktiv war, der wird nicht plötzlich literarisch oder ästhetisch oder so aktiv sein. Das heißt also, es gibt Bilder von den Neurowissenschaften, die auch anschaulich sind. Es hat vor ein paar Jahren ein Manifest gegeben von 11 Neurowissenschaftlern, die sich geeinigt haben, was haben sie an neuen Erkenntnissen und was sind offene Fragen. Also offene Frage ist zum Beispiel, wie die neurobiologische Aktivität des Gehirns mit dem Bewusstsein zusammenhängt. Also mit dem Bewusstsein, die Motivation etwa. Also die Neurobiologie, das sind viele berechtigte Kritiker auch, kann natürlich nicht alleine schon sagen, was für uns Bildung bedeutet oder Lernen. Ja, ich sehe schon, dass ich mich beeilen muss. Es gibt, wie gesagt, einige Neurowissenschaftler, die sich auch um pädagogische Fragen kümmern. Der bekannteste, zumindest in Deutschland, ist Spitzer, der immer im Fernsehen auftaucht, um gegen das Fernsehen zu argumentieren.
Der hat ein schönes Bild, dass er sagt, wenn es jetzt schneit und wir gehen über eine Wiese und dann entstehen unsere Spuren im Schnee. Und in der nächsten Nacht schneit es erneut, dann wird diese Spur zwar verdeckt, aber sie existiert weiterhin. Das ist also ein doch recht schönes, anschauliches Bild, dass bestimmte Erfahrungen und auch bestimmte Erinnerungen konstant bleiben und nicht völlig verdeckt werden können. Es gibt dann Gerald Hüther, auch ein Neurowissenschaftler, der stärker betont, unser Gehirn ist aber auch ein soziales Organ. Und er spricht davon, dass es innere Bilder gibt, schon im frühen Alter, schon nach der Geburt, innere Bilder, die mit unseren Bildern für Eltern, für Fröhlichkeit, für Natur, für Tierliebe und so weiter zu tun haben. Dann gibt es einen wichtigen Gehirnforscher, das ist Roth aus Bremen, der den Zusammenhang von Emotionalität und Kognition betont. Das scheint nicht neu zu sein. Wenn ich aber mir mal die Literatur zur Erwachsenenbildung angucke, dann ist der Zusammenhang von Kognition und Emotion eher bisher vernachlässigt worden. Roth weist aber zu Recht darauf hin, dass es im Grunde genommen nichts gibt, wo nicht die Emotionalität den Hintergrund bildet. Und zwar jetzt nicht nur, ob man sich freut oder ärgert über den Dozenten oder Berater oder die anderen Teilnehmer, sondern auch die Themen, die emotional bedingt sind. Jeder von Ihnen wird heute mehr oder weniger auch emotional nicht beeinträchtigt sein, aber doch emotional verbunden sein. Es gibt unterschiedliche Formen des Wissens, das ist klar. Also das intensivste Wissen, was am besten im Gedächtnis bleibt, ist das episodische Gedächtnis, also sind bestimmte Ereignisse. Dann gibt es so etwas wie ein implizites Wissen, das ist nicht explizit, sondern das, was wir im Lauf der Zeit uns angeeignet haben, oft ohne es uns bewusst zu sein. Auch ein wichtiger Punkt, gerade in der beruflichen, wenn es um berufliche Kompetenzen geht. Eine Frage ist auch noch das Vergessen, eine Frage, die bisher vernachlässigt worden ist. Wir reden häufig über das Gedächtnis, über die Erinnerung. Genauso wichtig wie das Erinnern kann aber das Vergessen sein. Was mir dazu einfällt, ist von Johann Strauss, die Fledermaus-Operette ist, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Das heißt, das ist ein wichtiger, wie ich finde, und Sigmund Freud würde uns dazu sicher auch einiges sagen können, was ist sinnvoll, dass wir es, was wir vergessen sollten und vergessen können. Was ist aber auch sinnvoll, was wir nicht vergessen sollten. Wir sollten bestimmte politische Ereignisse nicht vergessen, aber eigene Fehler, die man mal gemacht hat, die sollte man vielleicht auch vergessen und nicht ständig sich daran erinnern. Also das Thema der Vergesslichkeit ist ein Thema, was bisher auch von den Psychologen vernachlässigt worden ist. Ich komme jetzt zu dem Thema Konstruktivismus. Konstruktivismus und Neurobiologie hängen eng zusammen. Denn der Konstruktivismus ist die These, dass wir im Grunde genommen unsere Wirklichkeiten ständig selber konstruieren, erzeugen. Lernen ist, oder auch wir können nicht mehr mit dem Wahrheitsbegriff operieren, denn die Wahrheiten kennen wir im Grunde genommen nicht. Wir wissen nicht, jeder hat seine eigene Konstruktion, ob er die Welt als göttliche Schöpfung versteht oder nicht. Das heißt also, die Konstruktivisten sind Erkenntnistheoretiker,
die davon ausgehen, dass es auch bei den Wissenschaften nicht um objektive Wahrheiten geht. Es gibt zwar objektive Realitäten wie Klimawandel und so weiter, aber unsere Wahrnehmung ist subjektiv, hängt bei Tieren anders, also bei Tiere haben andere Wahrnehmungsfähigkeiten wie Menschen und so weiter. Also das ist vereinfacht gesagt der Konstruktivismus. Wir konstruieren uns selber, wir konstruieren unsere Nachbarn. Sie kennen Watzlawicks Anleitung zum Unglücklichsein, wo er seinen Nachbarn konstruiert, und wir konstruieren die Zukunft. Und das, um es jetzt verkürzt zu machen, Konstruktivismus ist also ein Paradigma, das interdisziplinär ist, das heißt, wo sehr viele verschiedene Disziplinen auch beteiligt sind. Und die Herkunft des Konstruktivismus ist großenteils, stammt aus Österreich. Das heißt, ich habe mal die vier Konstruktivisten ausgewählt, die in Österreich geboren und zum Teil aufgewachsen sind. Der erste ist Watzlawick aus Villach, also aus Kärnten. Der hat schon in den 80er Jahren viele Bücher geschrieben, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Und Watzlawick geht davon aus, dass die Wirklichkeit kommunikativ entsteht. Er hat immer eine schöne Geschichte, dass er ist in Österreich aufgewachsen, inzwischen ist er aber auch gestorben, dann in den USA gewesen. Es gibt ein großes medizinisches Lexikon in den USA, also für Medizinstudenten, und ein Schlüsselbegriff für eine der gravierenden Krankheiten ist Homosexualität. Und dann hat es eine Neuauflage dieses Lexikons gegeben, da ist dieser Begriff Homosexualität gestrichen worden. Und er sagt, das medizinische Forschungsereignis ist diese Streichung des Begriffs Homosexualität geworden. Das heißt also, seine These ist, unsere Wirklichkeit besteht aus Inhalt- und Beziehungsaspekten und so weiter. Der zweite radikale Konstruktivist ist Ernst von Glasersfeld. Ernst von Glasersfeld ist in Tirol aufgewachsen, ist dann auch in die USA gezogen. Und Ernst von Glasersfeld geht davon aus, dass das Wissen nichts Objektives ist, sondern in den Gehirnen entsteht. Also jeder von uns erzeugt sein eigenes Wissen. Und das kann durchaus auch mal, da kann man ein bisschen lernen, wenn man sich mit Büchern beschäftigt. Aber Wissen ist ein subjektiver Begriff. Das ist natürlich sehr radikal. Und das andere ist, Glasersfeld hat den Begriff der Viabilität geschaffen. Das heißt, wir lernen das, was uns viabel erscheint. Und viabel, via ist der Weg. Viabel heißt nützlich, passend, lebensdienlich. Das ist also ein anderer Begriff als etwa zweckfreie Bildung. Und dieser Begriff der Viabilität ist sehr zentral, wie ich finde. Also alle Untersuchungen, die wir mal durchgeführt haben, war, dass die Erwachsenen sagen, das hat mich nicht interessiert, weil es nicht nützlich war, oder es war sehr anregend, weil es praktikabel war. Also Viabilität ist ein Schlüsselbegriff, der natürlich ein bisschen kollidiert mit dem Begriff der zweckfreien Bildung. Dann ist der nächste Ex-Österreicher Heinz von Förster. Der hat auch hier in Wien einige Jahre gelebt. Heinz von Förster ist auch radikaler Konstruktivist. Der hat ein Fernsehinterview gegeben mit dem Titel »Wahrheit ist die Erfindung von Lügnern«. Das ist natürlich provokativ, aber es ist schon berechtigt. Alle, die die Wahrheitsansprüche haben und die auf jeden Fall als objektiv durchsetzen wollen, können das zum Teil bis hin zu aggressiven
Verhaltensweisen tun. Robespierre ist so ein Typ, aber man kann auch andere aktuelle Typen. Das heißt also, der Wahrheitsanspruch, von dem distanziert sich Heinz von Förster und er hat dann andere Begrifflichkeiten, triviale Systeme, non-triviale Systeme, Menschen sind non-trivial, das heißt nicht zu managen, nicht zu organisieren. Selbststeuerung ist im Grunde genommen, selbstgesteuertes Lernen ist der Schlüsselbegriff dieses konstruktivistischen Vorgehens. Ein anderer Begriff, den Sie fühlen, ist der Autopoiesis. Autopoiesis ist ein Begriff griechisch, Selbsttätigkeit, stammt von Maturana, Farela, das sind so Klassiker des Konstruktivismus. Ich habe selber mal formuliert, Erwachsene sind lernfähig, aber unbelehrbar. Das ist natürlich auch übertrieben, aber Erwachsene zu belehren, erfolgt nur unter bestimmten Bedingungen, die passen, oder ihn zu bekehren, passiert auch er selber. Es gibt eine Anekdote, einen Ballonfahrer, der sich verirrt hat und er sieht unter sich einen Bauern und er ruft dem Bauern zu, wo bin ich? Und der Bauer ruft zurück, in einem Ballon. Das ist im Grunde genommen ein Bild für Selbstreferenzialität. Wir selber müssen uns entscheiden können, wo wir sind und wer wir sind. Es gibt auch eine schöne Anekdote, dann noch von Watzlawick auch. Jemand, der betrunken ist, hat abends oder in der Nacht seinen Schlüssel verloren und er sucht unter einer Laterne seinen Schlüssel. Dann kommt ein Polizist und hilft ihm zu suchen. Und der Polizist sagt nach einiger Zeit, sind Sie denn sicher, dass Sie den Schlüssel hier verloren haben? Da sagt der Betrunkene, nein, hier nicht, aber da drüben ist es ja zu dunkel. Auch das beinhaltet natürlich eine sehr anregende Interpretation. Viele Leute tun immer das, was sie seit Jahrzehnten gemacht haben, auch wenn sie seit Jahrzehnten wissen, dass es nicht funktioniert. Das gilt auch für die Pädagogik in gewisser Weise. Man macht immer dasselbe, weil das am einfachsten ist, aber man nimmt nicht zur Kenntnis, dass der Schlüssel ganz woanders liegt. Vielleicht noch als Abschlusspointe oder Anekdote. Die stammt aus Großbritannien. Eine englische Lady besucht ein philosophisches Seminar in einer englischen Erwachsenenbildungseinrichtung und sie trifft einen Freund und der Freund sagt, was interessiert dich dann an diesem Seminar? Und die Lady sagt, I'm so confused. Einige Wochen später treffen die sich wieder und der Freund sagt, na, wie sieht's aus mit dem Seminar? Und die Lady sagt, I'm still confused, but on a higher level. Das ist auch durchaus eine ernste Angelegenheit sein. Ja, vielen Dank. Sie können sich vorstellen, das sind sehr komplexe Themen, aber einiges können wir auch in den Diskussionen noch behandeln. Dankeschön.